Der Prozess um Melanie Müller hat heute ein dramatisches Ende gefunden. Die Schlagersängerin wurde wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen schuldig gesprochen. Ein Urteil, das nicht nur rechtliche Konsequenzen hat, sondern auch Melanies Karriere bedroht. Wie Bild berichtet, hat ein großer Partyveranstalter auf Mallorca bereits reagiert und Melanie von der Bühne verbannt. AM2. November sollte sie bei Rampensau-Alarm in Goslar auftreten, doch das kann sie jetzt wohl vergessen. Der Veranstalter Tom Hirsch hat Klarstellung bezogen, der Mitveranstalter hat sich dazu entschlossen, die Party nicht zu machen. Aber wie geht es jetzt weiter? Werden andere Veranstalter nachziehen und Melanie in Zukunft meiden? Der erfolgreiche Eventveranstalter Markus Krampe hat eine deutliche Meinung. In Deutschland werden die meisten Veranstalter sie nicht mehr buchen, weil sie Angst haben, an den Pranger gestellt zu werden. Und damit steht er nicht allein. Auch bekannte Ballermann-Größen wie Icke Hüftgold und Marion Zaff sehen das ähnlich. Doch noch ist nicht alles verloren. Am 24. August um 2.30 Uhr morgens soll Melanie im Kultlokal Oberbayern auf Mallorca auftreten. Es bleibt also spannend, wie sich ihre Karriere entwickelt. Melanie stand bereits seit Monaten vor Gericht, da sie beschuldigt wurde, während eines Konzerts im September 2022 mehrfach den Hitlergruß gezeigt zu haben. Nun wurde sie schuldig gesprochen und muss eine Geldstrafe von satten 80.000 Euro zahlen. Was denkt ihr? Wird Melanie Müller ihre Karriere retten können, oder ist das das Ende? Schreibt es in die Kommentare und lasst uns diskutieren.